wir sind hier in St. Jakob in Auental, in Südtirol daheim. Und die Albe, deshalb haben wir auch in Krimmler-Achental, in Salzburg, in Österreich, die was wir nach wie vor auch bewirtschaften. Ein Lang ist, die, wo die Viecher über die, wo sie mit dem LKW über den Felber Taung umführen. Und dann herbisch drei, wo sie zu Füß über den Krimmler Taung um. Seit Jahr her ist das Tradition, dass man herbisch die Viecher hier über den Krimmler Taun umtreiben. Es ist nicht allem Skiwetter und bei wildem Wetter ist schon ein bisschen, geht schon ein bisschen mehr zu. Also bei schönem Wetter ist es fällig wie ein Spaziergang und bei wildem Wetter, also wie wir es heute haben, ist schon ein bisschen letzter. Ja, der Almabtrieb, das hält eigentlich schon am Pfingst an. Wir haben die Kirche spielen und am Freitag geht es dann um 2 Uhr in der Früh geht's los. Und sind die ganzen freiwilligen Helfer, was uns alle Jahr helfen, ohne die war eigentlich der Almabtrieb über den Krimmler Taun gar nicht möglich. Weil die kennen sich aus, die kennen das Viehe und die kennen einen weg. Und deswegen geht das auch so ganz gut verstanden.
zwei Nacht starten. Wenn es gut geht, also um 11, 12 Uhr schaut die da hier in drin stehen. Und es kann auch sein, dass wir länger bis sie über Nachmittag rauskommen.